Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den kommenden 14 Tagen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was kommt in den nächsten 2 Wochen, in den kommenden 14 Tagen auf Steinbock zu, bitte? Der Wagen. Endlich wirst du dir mit jemandem einig. Steinbock. Endlich. Ich spüre so ein endlich heraus hier. Schau mal. Schau. Endlich ziehen 2 Gaule am gleichen Wagen. Die Karte vor dem Wagen ist die Liebenden. Ja, 6. große Arkana, die Liebenden. Hier geht es nicht darum, dass hier jemand sagt, okay, ich bin einverstanden, gehen wir libanesisch essen. Oder, ja gut, ich bin einverstanden. Nee. Die Liebenden vorher, die Karte vorher, steht für große Entscheidungen im Leben. Und jemand hat hier nun die gleichen Ansichten, die gleichen Pläne, die gleichen Wünsche und die gleiche Entscheidung wie du. Okay. Das hier ist nicht ein okay, komm, okay, gut, okay, ist ja gut, okay, ich mach mit. Nein. Da ziehen 2 Pferde endlich mal am gleichen Wagen. In den nächsten 2 Wochen. Okay. Es ist, oder die Karte ist eine große Arkana, auch die Liebenden ist eine große Arkana. Es ist hier ein Thema, wo du nicht viel tun konntest. Du konntest nur darauf hoffen, dass hier jemand endlich mal das Gleiche sieht wie du, Steinbock, ja. Endlich mal gleich denkt wie du, gleich fühlt wie du, okay, gleich plant wie du und jetzt ist es soweit. Okay. Wirst du in den nächsten 2 Wochen, wirst du das sehen. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist jetzt hier in dieser Legung ja ein Hinweis darauf, dass jetzt alle nach der Nase der weiblichen Seite tanzen. Okay, wir haben hier ein schwarzes Pferd, hier ein weißes Pferd, hier die schwarze Säule, hier die weiße Säule. Du hast hier, Steinbock, du hast hier bei dieser Sache verstanden, dass nichts tun etwas tun ist. Okay, und dementsprechend hast du hier mit der Hohepriesterin dich ziemlich zurückgezogen in der Vergangenheit, warst hier ziemlich still, warst hier ziemlich in dich gekehrt und du warst überzeugt, Steinbock, du warst überzeugt, also du warst hier über die ganze Zeit schon, ja, auch während der Stille, auch während der Distanz, während hier das Gegenüber ja so seine ihre hin und her hatte, wusstest du hier mit der Hohepriesterin stets, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass hier sich alles noch einlenken wird. Okay. Noch ein Hinweis spezifisch in Bezug auf Beruf, ja, hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl. Okay. Schauen wir weiter. 10 der Kelche. Happy End. Happy End. Steinbock, da kommt eine Nachricht auf dich zu, die dafür sorgen wird, dass die Vergangenheit hier komplett abgeschlossen wird. Okay. Der Schmerz, die Trauer, die Tränen, die Sorgen, die Zweifel, alles weg. Wird alles weggewischt. Ast der Schwerter. Kommt eine Nachricht auf dich zu, die dich super glücklich machen wird. Endlich sagst du, sieht dieser Mensch das Glück mit mir. Endlich sieht dieser Mensch, dass er sie hier zu stehen hat. Ja, auch schwarz, weiß, also dunkel gekleidet und hell gekleidet. Hier würde mich nicht wundern, wenn ihr 2 ziemlich unterschiedlich wärt. Okay. Da kommt eine Nachricht auf dich zu, Steinbock, die dich überglücklich machen wird. Und mit 2 der Münzen, das ist eine Steinbock-Karte hier, wirst du dann, hier auch wieder, Steinbock. Ja, ich weiß, ist ein bisschen, jo,
Die Schattenseite ist das 15. große Arcana Schattenseite. Bei Rider Waite ist es der Teufel. Okay, hier ist das. Es ist einfach, das steht einfach nur dafür, dass das jawohl deine Energie ist, deine Legung ist. Steinbock hier, Steinbockkarte hier, zwei der Münzen, Steinbockkarte hier. Es ist zu deinen Gunsten, es läuft nach deiner Nase. Ja, die meisten sind hier weiblich von den Steinböcken. Mit zwei der Münzen, Steinbock, wirst du dann so diese... Wie nennt man das, wenn man so gestresst ist vor den Ferien, es aber süßer Stress ist, positiver Stress ist. Dann zwei der Münzen, oh, jetzt muss ich ein Outfit finden. Zwei der Münzen, oh, jetzt muss ich meinen Freitagabend freischaufen. Zwei der Münzen, oh Gott, was koche ich jetzt? Oder zwei der Münzen, oh Gott, wo werde ich jetzt hingeladen? Oder wo werde ich jetzt eingeladen? Oh, zwei der Münzen, oh, ich muss jetzt mein Auto nehmen und da hingehen. Ich wurde eingeladen. Oder zwei der Münzen ist das. Es ist positiver Stress, der hier dann auf dich zukommen wird, weil sich hier plötzlich doch noch etwas auftut in Bezug auf eine Person, wo schon eine Weile Stille herrscht. Okay. Ah, hier der Magier, Neumanifestation. Mache dir die Zukunft neu. Gestalte hier deine Zukunft neu, heißt es dann hier. Und ich habe hier Unendlichkeitszeichen, hier habe ich auch ein Unendlichkeitszeichen, dann will ich dir noch, schon wieder der Teufel, Schattenseite hier, das ist die Steinbockkarte, Steinbock, dieses Mal läuft es voll nach deiner Nase. Hey, aber sowas von, du bestimmst die Richtung, du bestimmst die Musik, du hattest hier von Anfang an recht, deine innere Stimme hat dich nicht getäuscht. Ja, und jetzt läuft es voll nach deiner Nase und ich will dir hier nochmal etwas zeigen hier. Wo ist das? Schau mal. Und ich weiß nicht mehr, ob es bei diesen Karten drauf ist, sonst soll ich dir... Hier, schau mal. Der Wagen, 7. große Arkana, der Magier, große Arkana Nummer 1, macht zusammen die 8, 8. große Arkana, die Kraftkarte hier, siehst du hier, Unendlichkeitszeichen. Erstens mal wird das eine Geschichte hier sein zwischen dir und jemandem, die sehr lange in deinem Leben bleiben wird. Zweitens steht eben dieses Unendlichkeitszeichen hier übergehend, hier überall dafür, dass eben die weibliche Seite dieses Mal alles im Griff hat, die weibliche Seite den Löwen gezähmt hat und jetzt hier die weibliche Seite die Musik sozusagen bestimmt und das Gegenüber dann zu deiner Musik tanzt. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich fragen, wann hier diese Nachricht hier kommen wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.